Hallo, in diesem Screencast ein kleiner Tipp. Und zwar, wie bringt man die Entferntaste wieder mit ins Spiel? Momentan ist die Situation so, dass wenn man eine Datei löschen will, dann markiert man die Datei und dann drückt man normalerweise die Entferntaste. Aber wie man sieht, funktioniert das hier nicht, sondern hier muss man gleichzeitig die Tasten Steuerung und Entfernen drücken, damit das passiert. Oder man benutzt das Menü, man geht ins Menü Bearbeiten und klickt auf In den Müll verschieben. Oder man benutzt die rechte Maustaste und drückt auf den Eintrag In den Müll verschieben. Um die Entferntaste wieder mit ins Spiel zu bringen, geht man wie folgt vor. Man installiert, wenn noch nicht verfügbar, den dconf-editor mit diesem Befehl. Dann Enter drücken, Passwort eingeben und warten, bis das Tool installiert ist. Dann startet man dann den dconf-editor mit dconf-editor Enter. Dann drückt man auf Org, dann GNOME, dann Desktop und klickt auf Interface. Und dann setzt man ein Häkchen bei Can Change Excels. Okay. Und jetzt markiert man eine Datei, klickt auf Bearbeiten, auf In den Müll verschieben klickt man nicht, sondern man geht nur mit dem Mauszeiger drauf und dann drückt man zweimal die Entferntaste. Okay. Und hier sieht man jetzt schon, jetzt ist die Tastenkombination nicht mehr Steuerung entfernen, sondern nur entfernen. Okay, und jetzt nicht vergessen, das Häkchen wieder zu entfernen. Okay, Config-Editor schließen. Und das war es auch schon. Jetzt müsste es funktionieren. Datei markieren und Entferntaste drücken. Und schon ist die Datei im Müll. Gut, okay, dann ciao und viel Glück.